Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video, einer neuen Mod-Vorstellung für Transportweaver 2. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder für euch Content liefern kann. Nach einiger Zeit Stille jetzt ja auf dem Kanal, wer das Infovideo gesehen hat, was vor ein paar Tagen kam, der weiß ja auch warum. Lass ich es jetzt langsam angehen, heute mit einer kleinen Mod-Vorstellung von der guten Siri. Die hat nämlich Supermärkte für uns gemoddet oder Einkaufszentren, so kann man es auch nennen. Und ja, ist wieder toll geworden, hat auch ein paar lustige Anekdoten und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Bevor wir uns das aber angucken, würde ich einfach mal einen riesen Dank an alle aussprechen, die so bei mir waren, also unter dem Video, unter dem Infovideo, wo ich euch ja erzählt habe, warum, wieso, weshalb die Inaktivität auf meinem Kanal zurzeit stattfindet. Ich habe so viele liebe Nachrichten von euch bekommen, das ist einfach klasse. So toll und ja, einfach einen riesen Dank an jeden, der da kommentiert hat, geliked hat und ja, mir viel Kraft gewünscht hat, alles Gute gewünscht hat und ja, kann ich nur zurückgeben und ja, vielen Dank. So, jetzt aber zu dem erfreulichen Teil und zwar, wir gucken uns die gute Mod mal an. Die Download-Links packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Einmal im Steam-Workshop erschienen und einmal im Transportweaver-Forum könnt ihr euch dann aussuchen, wo ihr das Ganze dann euch beschafft. Und zu finden ist das Ganze natürlich wieder hier unter Siris Apfel. Und da haben wir hier dann die Einkaufszentren. Ganz kurz noch. Nach über einem Monat Transportweaver wieder zu starten, ich habe das Gefühl, es sieht besser aus und ich habe das Gefühl, es läuft runder. Ganz komisch, aber kann vielleicht auch nur ein Gefühl sein. Ja, wir haben wieder hier diese ganz vielen schönen Auswahlmöglichkeiten, wie wir es ja von Siris Mods kennen. Wir haben hier einmal das Modell, was wir auswählen können, die Dächer, die Fassade, die Logos 1 und 2 und ob das Ganze eine Terra-Angleichung hat oder nicht. Das können wir uns alles auswählen. Wir haben zwei verschiedene Modelle. Einmal hier dieses Modell. Ups, nee, im Boden versenken wollte ich es nicht. Ich wollte es drehen. Ja, da haben wir hier Dali. Ich erzähle euch gleich noch was dazu, warum wir hier keine echten Namen haben der Marken. Ihr könnt euch schon denken, warum, aber der eine oder andere vielleicht nicht. Das hat natürlich was mit Urheberrecht zu tun und ich glaube, sie wollte sich da einfach nicht in die Nesseln setzen. Ich werde jetzt auch keine Marken nennen. Jeder kann sich denken, welche Märkte da angesprochen werden. Dann haben wir hier noch das zweite Modell. Ne, das ist auch sehr schick geworden. Schön viel Werbung auch dran. Und wir können hier, wie gesagt, die Dächer ändern. Einmal hier mit Schieferplatten, dann einmal hier mit ganz normalen Dachziegeln und hier auch noch so Schieferplatten. Ein bisschen helleres Grau. Und wir können die Fassade hier ändern. Richtig klasse geworden, das Ganze wieder. Na, hier haben wir Brutto. Auch da kann sich jeder denken, was es ist. Ich finde, ja, sehr kreativ, wie ich finde. Und hier haben wir noch ganz viele andere Märkte. Wir haben hier einmal Rempf. Dann haben wir Brutto, Schlabber. Na, der eine oder andere wird es vielleicht noch kennen, ist ja mittlerweile insolvent. Dann haben wir Penne. Dann haben wir Igel. Auch das, gerade von der Farbe her, sollte bekannt sein. Dann haben wir Dalli. Das hatten wir eben schon. Das Klauland. Das ist eine Kette aus dem Osten von Deutschland. Dann haben wir noch Edede. Auch eine größte Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland. Und dann haben wir hier noch, ne, das war's. Und dann können wir hier noch das zweite Logo, ne, das haben wir hier links. Da steht Schneiderei Kramer, da können wir hier Mrs. Flower, also ordentlich was dabei. Schneiderei, Bäckerei, Haustierbedarf, ein Café, Fly and Travel, also ein Reisebüro, Bäckerei, Cocktails, Pizzeria, Bioledle, Streetstyle, Burgerrestaurant, Zahnarzt, Sommersonne und absolut Fashion. Genial, wir bauen mal beide Märkte jetzt einfach hier hin. Immer hier mal, ne, zack. Und gucken uns das Ganze nochmal kurz an. Ist halt Qualität, die man halt gewöhnt ist von ihr.
Auch schön finde ich immer hier diese Andeutung. Da kann man in den Markt reingucken, ne? Das ist hier die Obstabteilung. Das finde ich immer ganz nett. Haben wir hier hinten den Personaleingang. Lüftung ist auch noch oben drauf. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und gerade, dass man hier auch die Fassaden und die Dächer und auch die ansässigen Unternehmen, die in dem Gebäude drin sind, ändern kann, ist dann da natürlich ziemlich, ziemlich viel Abwechslung dabei. Ne? Hier haben wir auch noch, guck mal hier, ich mach kurz das Kameratool an. Der Jackpot ist bei 27 Millionen, also wer Bock hat, kann spielen. Ist schon mega cool, das Ganze mal wieder. Auch das Notausgangsschild ist dran. Schick, schick. Na, hier auch die Regale alle angedeutet. Das hat schon immer hohe Qualität. Jetzt wollte ich nur noch mal gucken hier. Mal hier das Dach ändern. Dann haben wir hier einfach andere. Nur so ein Kiesdach. Ein bisschen Moos schon drauf. Und hier dann einfach ja, auch so ein Plattendach. Und wenn man die Fassade ändert und dann sogar noch hier machen wir Rempf und Bäckerei, dann haben wir hier quasi ja gleich ein anderes Erscheinungsbild. Und das ist dann auch, wie ich eben schon sagte, sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen. Ich finde es genial. Mal wieder ordentlich was rausgehauen. Super Sache und ja, wünsche euch viel Spaß damit. Lasst ihr doch einen Daumen nach oben da und einen netten Kommentar, wenn ihr euch das downloadet. Und ja, wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.